Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Gott sei Dank ist Länderspielpause und wir müssen Bundesliga und zweite Liga nicht ertragen. Das ist nämlich immer so total nervig. Nein, Spaß beiseite, aber Gott sei Dank spielt wenigstens die dritte Liga, sodass wir irgendwas haben. Eventuell kommt auch noch eine Prognose zu Deutschland gegen Holland, glaube ich, am Sonntag. Ja, ansonsten jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Es gibt auch das Einzelspiel von Lautern gegen Osnabrück. Viel Spaß dabei. Klickt da oben rechts sonst in die Infokarte, wenn ihr euch dafür interessiert. Ansonsten geht's jetzt los mit der normalen Prognose. Wer hätte es gedacht, dass der kleine Club aus Köln, nämlich Fortuna, mal den Großen ärgern könnte. Der erste FC Köln musste nämlich auf das Zweitligaspiel am Sonntag verzichten, weil Fortuna Köln eben in diesem Stadion gegen Uerdingen noch ran durfte. Und jetzt war es hier gegen VfR Aalen eine richtig gute Anfangsphase. Und man spuckte jetzt erstmal den Gästen aus Aalen in die Suppe. Wie gesagt, diese Kuriosität mit dem ersten FC Köln, sicherlich nur eine Randnotiz. Es geht darum, sich die drei Punkte zu sichern hier im Kampf gegen den Abstieg, gegen den Tabellenletzten. Der VfR Aalen aber auch nicht verkehrt in der Partie. Das ist dann mal Matthias Moris in dieser Szene, der den Ball aber nicht auf den Kasten bringen kann. Den Kopfball einfach nicht vernünftig platziert. Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Fortuna Köln spielte das ganz gut aus. Schick auf Thomas Brücker. Und es stand 2:0. Richtig klasse Spiel der Fortunen. Und ein schöner Abschluss vom Routinier, vom Linksaußen, der Kölner. Zweiter Durchgang. Aalen wollte schnell anschließen. Und das wäre auch um ein Haar durch Peter Sliskovic in der 48. Spielminute geschehen. Hat ja auch in der Vergangenheit mal bei Mainz gespielt, beim FC St. Pauli. Mittlerweile scheint er beim VfR Aalen ganz gut angekommen zu sein. Keine 20 Minuten mehr auf der Uhr. Der VfR Aalen wollte es jetzt wirklich erzwingen. Matthias Moris mit der Flanke auf Thomas Geier. Und der profitiert davon, dass er neuerdings auf der 10er-Position ran darf. Zweites Saisontor, auch schon in dieser Rückrunde bereits erfolgreich gewesen. Letzte Aktion, nochmal VfR Aalen. Geier kommt nicht durch. Sliskovic macht es aber. 87. Spielminute, Ausgleichstor. VfR Aalen sticht Fortuna Köln mitten ins Herz. Ein Resultat, das am Ende beiden nicht wirklich weiterhilft. VfR Aalen als Tabellenletzter musste eigentlich gewinnen und Fortuna Köln kann sich nicht absetzen. Der FC Carl Zeiss Jena startete gut in die Partie gegen Osnabrück. Am Ende mussten sie sich dem Tabellenführer aber geschlagen geben. Ganz schlecht sieht es dagegen bei Uerdingen aus. Schon wieder nicht gewonnen. Norbert Meyer rausgeschmissen. Aber hier war es dann erstmal ganz gut. 11. Spielminute. Patrick Flücke, erstes Saisontor. Für die Krefelder war es erstmal dann eine ganz, ganz wichtige Aktion, hier früh in Führung zu gehen. Die sind ja seit Ewigkeiten ohne einen Sieg. Vor der Pause dann hier dieses Rumgespiele hinten. Gefährlich. Matuschik nimmt den Ball ab. Littger bekommt die Flanke von Grimaldi. Und wie er den dann reinsetzt, ist wirklich klasse gemacht. War natürlich auch Glück bei. Der fliegt dann einfach über den Keeper hinweg. Über Joe Coppens. Aber die Nachspielzeit des ersten Durchgangs brach an. Und dann war die Zeit der Jena. Philipp Tietz in der 45. Minute. 8. Saisontor für ihn. Der wird länger und länger und schlägt dann auch im langen Eck dementsprechend erfolgreich ein. Zweiter Durchgang. Uerdingen wollte nicht schon wieder unentschieden spielen. Adam Matuschik haut drauf, aber ohne Erfolg. Der FC Carl Zeiss Jena brachte dann mal wieder Standards, wirklich nach vorne, ansonsten spielerisch ging nicht viel. Ecke von der linken Seite und was für ein Tor von Dennis Lammer. 73. Spielminute, erstes Saisontor des Verteidigers, wunderbare Direktabnahme. Benz ohne jegliche Möglichkeit, der schlägt super ein. Aber es gab auch nochmal eine Standardsituation auf der anderen Seite. Lucky Punch eventuell, Matuschik mit der Flanke, aber Lukimia kann es nicht mehr verwerten. Das war die letzte Aktion der Partie. Jena und Uerdingen trennen sich 2:2. Durch eine stark verbesserte Leistung im zweiten Durchgang geht dieses Resultat auch in Ordnung für Jena und Uerdingen wartet in der Rückrunde weiterhin auf einen Sieg. Die Löwen haben es sich tatsächlich
zur Aufgabe gemacht, oben nochmal die Mannschaften ärgern zu können. Und mit dem SV Meppen kommt aktuell die Mannschaft der Stunde an die Grünwälder Straße. Aber das wollten sich die Löwen hier zu Hause nicht nehmen lassen. 12. Spielminute, Stefan Lex, Torschütze zum 2:1 gegen Würzburg, beziehungsweise zum 1:2, sie verloren dort, trifft hier nur das Außennetz. Aber die Löwen blieben dran und spielten hier wirklich richtig gut. Paul über die rechte Seite, Wein mit der Flanke, Steinhardt an die Latte, aber Mölders kann abstauben und hält nur noch den Latschen hin. 17. Spielminute, 7. Saisontor für Sascha Mölders und damit auch die verdiente Führung für die Löwen. Aber Meppen, wie gesagt, die Mannschaft der Stunde ließ sich davon nicht wirklich beeindrucken. 21. Spielminute, Hiller kann sich mal auszeichnen. Die Löwen hatten jetzt etwas einfacheres Spiel, weil sie nicht mehr so viel nach vorne tun mussten. Und Meppen das Spiel machte, 33. Minute, 2:0. Und die Löwen damit in doppelter Front. Aber nochmal eine Aktion vom Seitenwechsel. Tankulic, 43. Minute, und der Anschluss war plötzlich wieder da. Schlechter Zeitpunkt, um den Treffer zu kassieren. Leugas leitet weiter, Tankulic sieht, dass Hiller etwas zu weit vor seinem Kasten steht und nickt das Ding dann ein. Und im zweiten Durchgang wurde der Druck weiter erhöht. Die Meppener kratzten jetzt am Ausgleichstor. Die erste Aktion und direkt gleich wieder gefährlich. Nick Proschwitz, das Gesicht des Aufstiegs in dieser Rückrunde für die Meppener. Aber die Löwen machten das jetzt in der Verteidigung ganz gut und konnten die Angriffsbemühungen fast auf ein minimales herunterkürzen. Das war hier dann auch die letzte Aktion. Doppelte Möglichkeit von René Guda, aber der köpft den Ball nach seinem Pfostenschuss dann vorbei. Die Löwen retten dieses 2:1 gerade so über die Zeit und können damit eventuell sogar noch an die Relegation ranschnuppern. Sonnhof Groß-Asbach hat es mal wieder getan. 0:0 in Unterhaching, bereits das 16. Remis in dieser Saison für die Asbacher. Aber die Würzburger Kickers sind gerade nicht schlecht drauf. Zuletzt die Löwen geschlagen. Hier ist es ein Kopfball von Elver, der Broll aber nicht wirklich in Bedrängnis brachte. Über 20 Minuten schon gespielt jetzt und weiterhin nur die Gäste aktiv. Groß-Asbach wollte wieder erstmal sicher stehen hinten, aber konnten die Angriffsbemühungen nicht ganz verhindern. Und dann Dave Gnase nach Gelbsperre wieder dabei, testet Broll, aber kein Problem, den hält er fest. Zweiter Durchgang, ähnliches Bild, wieder die Würzburger mit den Möglichkeiten. Burger bekommt den Ball ins Gesicht, dadurch ausgenockt, und Orhan Ademi fast mit dem 1:0, das längst überfällig war, aber Kevin Broll machte eine richtig gute Partie und hielt für seine Mannschaft die 0 erstmal fest. Groß-Asbach jetzt endlich auch mal mit Offensivbemühungen. Über eine Stunde hat es gedauert, bis sie dann wirklich mal dazu sich aufraffen konnten. Brückner und dem dann. Baku, da kann Göbel nicht richtig klären. Und der Abschlussversuch immerhin mal da. Bethke hält den Ball fest, war bis dahin fast ohne Beschäftigung. Viertelstunde nur noch zu spielen. Brünker legt ab zu Sebastian Bösel. Und das 1:0. Die beste Phase dauerte gerade mal 15 bis 20 Minuten bei Groß-Asbach. Aber sie beschert ihnen den Sieg. Nicht zu fassen, dass sie hier die Würzburger schlagen. Die haben eigentlich alles richtig gemacht, bis auf den Abschluss. An dem haperte es, und zwar gewaltig. Und so verliert man dann hier in der Mechatronik Arena mit 1:0 gegen Groß-Asbach. Das waren wieder ganz, ganz wichtige Punkte, die Unterhaching im Aufstiegskampf gegen den FC Energie Cottbus liegen ließ. Am Ende war es vor eigenem Publikum ein torloses 0:0. Hier wollten sie gegen Preuß Münster früh und gut in die Partie reinstarten, hatten auch die erste Möglichkeit. Schulze Nihus in der 14. Spielminute konnte das aber verhindern und hielt für seine Mannschaft, die wieder nach unten gucken muss, erstmal das 0:0 fest. Aber weiterhin nur die Bayern aktiv im Spiel nach vorne. Bigalke und Schimmer im Zusammenspiel. Weiterhin sehr gut auf der linken Außenbahn, geht aber auch zu einfach. Bigalke legt zurück und da ist Orestes Kiyomotsoglu. 30. Minute, der Grieche hämmert den Ball rein. Wunderbare Schusstechnik, 1:0 für die Gäste, hochverdient zu diesem Zeitpunkt. Und sie macht noch weiter im ersten
Abschnitt wollten den nächsten Treffer erzielen. Dombrovka und dann Kraus. Sehr gutes Spiel, vielleicht der beste Mann gegen Cottbus auf dem Feld gewesen. Hämmert dann hier aus, 16 Meter drauf, geht aber über den Kasten hinweg. Zweiter Durchgang, ähnliches Bild, wieder Unterhaching, klar spielbestimmt. Über die rechte Seite diesmal, sie waren sehr variabel. Es ging über fast alle Positionen was und fast jeder machte auch mit. Sascha Bigalke, 66. Minute. Sie vergaben aber die Chancen, um das hier frühzeitig zu entscheiden. Aber gaben es nicht auf, weiter auf das 2:0 zu drücken. Igelten sich nicht hinten rein, war vermutlich auch gegen Preußen Münster die beste Strategie. Schimmer legt zurück auf den mitgelaufenen Winkler und da ist Wiedemann. Und wieder nicht der zweite Treffer. Wieder Schulze Niehus mit einer richtig tollen Partie. Der beste Mann bei Preußen Münster auf dem Feld. Und wie es so ist, wenn man seine Möglichkeiten nicht macht, dann wird das ja häufig hinten mal bestraft. Preußen Münster in der Schlussphase. Endlich mal nach vorne aktiv. Rühle mit dem perfekten Ball auf Martin Kobielanski. Aber er vergibt. 82. Minute, die beste und letzte Möglichkeit für Preußen Münster. So bleibt es am Ende beim knappen 0:1, das absolut verdient ist und da mit diesem einen Tor aber viel zu niedrig zu Ende geht. Der Hallische FC lädt zum absoluten Topspiel. Platz 4 gegen Platz 3 der SVW konnte nach dem Sieg gegen Münster ausnutzen, dass Halle nur 1:1 gegen Rostock spielte und steht deswegen momentan auf dem Relegationsrang. Die erste Möglichkeit gehörte Mai in der 10. Spielminute. Der Kopfball war aber noch nicht platziert genug. Nun auch der SVW in Wiesbaden mal nach vorne und Schipnowski versucht es dann mal mit dem rechten Fuß. Das war aber noch nicht wirklich brenzlig in der Szene. Aber immerhin, Torchancen waren geboten und man merkte, hier steht vieles auf dem Spiel. Keiner wollte einen entscheidenden Fehler machen. Jopek mit der Standardsituation aus dem Halbfeld und der Kopfball von Warshausen wird extrem gefährlich. 23. Spielminute. Der senkt sich ganz gefährlich zum Schluss, aber geht dann eben nur auf die Latte und nicht in den Kasten rein. Jetzt wieder Wien Wiesbaden im ersten Durchgang. Wurzer steckt durch auf Moritz Kuhn und das 1:0. 30. Minute, 5. Saisontor für Moritz Kuhn. Und der Tabellendritte aktuell mit der Nase vorn. Zweiter Durchgang. Nun wollte der Hallische FC schnell ausgleichen. Ein Sieg zu Hause wäre extrem wichtig, um eben wieder auf den dritten Platz zu kommen. Aber der Ball wollte noch nicht rein. Die Schlussphase bahnte sich so langsam an. So mit der Flanke und Fetsch scheitert aber an Kolke, der den Ball ohne Probleme festhält. Und nun gab es mehr Platz für Wien. Schlussphase bereits angebrochen. Schipnowski scheitert erst an Eisele, aber Daniel Kofi Kiere macht in der 88. Minute alles klar. 13. Saisontor und der Hallische FC ist bedient. Verliert mit 0:2 und den Kampf um Platz 3 erstmal. Der KSC empfängt den FC Hansa Rostock und für den Tabellenzweiten aus Karlsruhe geht es darum, die nächsten wichtigen Punkte einzufahren. Denn von unten klopfen eben Wien und Co. an und die erste Möglichkeit gehörte dann auch den in blau gekleideten Gastgebern. 7. Spielminute Anton Fink, der den Kopfball nicht schlecht platziert, aber eben noch nicht herausragend. Über eine halbe Stunde dann fast gespielt. Wieder der KSC, FC Hansa Rostock versteifte sich auf die Defensive. Über die rechte Seite ist das Sarah Rea, der den gesperrten Lorenz vertrat. Flankenball auf Stiefler, 30. Minute, noch nicht so viel passiert. Wir springen in den zweiten Durchgang, weiterhin nur der KSC mit Spiel nach vorne. Marvin Pourier scheitert aber an Ioannis Gelios, 71. Minute. Was war mit Rostock los? Nach vorne fiel ihnen wirklich fast nichts ein. Und der KSC versäumt es aber, die Führung herauszuspielen. Dadurch blieb es eben eine offene Partie. Weiterhin 0:0. Und keine 10 Minuten mehr zu spielen. Hüsing mit dem Fehler. Pourier schickt dann einfach mal. Manuel Stiefler, der wird nicht richtig attackiert, weil auch einfach keiner da ist. Rostock geht einmal ins Risiko und wird dafür eiskalt bestraft. 86. Minute, Manuel Stiefler mit dem 1:0 und gleichzeitig mit der Entscheidung. Ganz wichtige 3 Punkte für Karlsruhe. Extrem spät erst das Tor gemacht, aber es ist überhaupt
ein sehr verdientes Resultat. Rostock hat nach vorne zu wenig getan. Der erste FC Kaiserslautern musste in der 37. Spielminute das 0:1 von David Blacher hinlegen. Auf nassem Rasen wird der Ball gefährlich, sodass Lennart Grill nicht mehr rechtzeitig abtauchen kann. War auch noch etwas von Kraus verdeckt. Dementsprechend kein Vorwurf an dieser Stelle. Das 2:0 von Benjamin Gürt in der 52. Spielminute. Muss er auch nur noch den Ball touchieren, um ihn über die Linie zu bringen. Brachte aber die Gastgeber nicht komplett aus der Fasson, sondern dann spielten sie auch nochmal nach vorne. Christoph Hemmlein erzählte nämlich in der 89. Minute das 1:2. Am Ende war es aber nur noch Ergebniskosmetik. Das Aufbäumen kam zu spät. Der Tabellenführer trotzt den roten Teufeln einen Dreier ab. Die Sportfreunde Lotte hätten gegen Kaiserslautern zu Hause zuletzt sogar gewinnen können. Sie verschossen einen Elfmeter, kassierten dann zwei späte Gegentore. Gegen Braunschweig spielten sie erstmal besser auf, obwohl die Gäste eigentlich eine durchaus breite Brust haben konnten nach dem 3:0 gegen extrem formstarke Meppner. Hier hatte, wie gesagt, die Mannschaft aus Lotte die bessere Anfangsphase, die Möglichkeit hier aber zu harmlos. Dennoch weiterhin Braunschweig erstmal hinten unter Druck, ziemlich gefordert. Felsic hält diesen Ball aber ohne Probleme fest. Und weiterhin im ersten Durchgang nur das Spiel der Gastgeber. Dabei könnte Braunschweig mit einem Sieg auf einen Punkt ranrücken an die Lotter. Und wieder ein Abschluss. Felsic hält den aber schon wieder fest. Es gab auch durchaus hitzige Situationen. Philipp Hofmann legt sich damit Blomeyer an. Am Ende war es eine relativ unaufgeregte Szene. Ein rassiges Spiel hier im Abstiegskampf. Jetzt wurde im zweiten Durchgang dann Braunschweig auch endlich mal etwas gefährlicher und auch erfolgreich. Manuel Janzer in der 60. Minute wie aus dem Nichts. Und ausgerechnet Manuel Janzer, was der für eine Szene hatte zuletzt, lag auf der Linie, verhinderte das Tor für seine eigene Mannschaft gegen den SV Meppen. Schlussphase wurde fast eingeläutet mit einem 2:0, aber Philipp Hofmann kriegt den nicht mehr wirklich aufs Tor gedrückt. Kroll hält ihn fest. Aber Braunschweig spielte das jetzt klasse runter und Lotte kam nicht mehr nach vorne. Stattdessen die Möglichkeit für Janzer, alles frühzeitig zu entscheiden. In der 78. Minute machte er nicht, aber trotzdem wird er der Glücklichste an diesem Nachmittag sein. Sein Tor sorgte dafür, dass Braunschweig nur noch einen Punkt Rückstand hat auf Lotte und damit werden sie im Abstiegskampf sicherlich extrem gute Karten haben. Ein wunderbares Ostduell am Montagabend in Zwickau. Der FC Energie Cottbus war zu Gast. Ein 0:0 war es zuletzt gegen Unterhaching. Gar nicht mal so verkehrt. Aber der FSV Zwickau hatte hier die bessere Anfangsphase. Zu Hause machten sie das Spiel und hatten dann durch König auch gleich die Möglichkeit in Front zu gehen. War ihnen aber hier in der Frühphase des Spiels noch nicht vergönnt. Sie mussten auf Reinhardt verzichten, der fehlte, gelb gesperrt. 10 Minuten vor der Pause, jetzt wurde es richtig wild. Christian Bickel haut einfach mal drauf, 36. Minute, was für ein wunderbares Tor. Erstes Saisontor, überhaupt erst für ihn. Da ist Rauhut noch dran, kann es aber nicht mehr klären. Aber wie gesagt, jetzt wurde es wild und verrückt. Jasula, was ist das für ein Tor? Halb Fallrückzieher, halb Seitfallzieher. So oder so, sensationeller Treffer, 1:1, kurz vor der Pause. Aber der erste Durchgang war noch nicht vorbei. Frick steckt einfach mal durch. Bickel haut drauf, gnadenlos. Seine ersten beiden Saisontore. Und was für welche an diesem Montagabend. Zweiter Durchgang, aber Energie Cottbus gab sich noch lange nicht geschlagen. 54. Minute, Marcelo Freitas. Der Schuss war aber noch nicht gut genug. Trotzdem, die Cottbusser bäumen sich in den letzten Wochen so richtig auf, wollen auf keinen Fall wieder in die Regionalliga. Auch gegen Karlsruhe zu Hause spielten sie richtig gut am letzten Wochenende. Aber am Ende stand eine Pleite. Und das wollte man im Derby gegen Zwickau tunlichst vermeiden, schon wieder zu verlieren. Und sie blieben dran bis in die Schlussminute. Das ist Felix Geißler und da ist der Ausgleich. 89. Minute. Sein viertes Saisontor und das hochverdiente Ausgleichstor. Der zweite Durchgang gehörte nur noch den Gästen aus Cottbus. Und damit ein absolut verdientes 2:2, das beide am Ende aber nicht so richtig zufriedenstellen kann.
Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss. Thank you.